Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir auf der Herakles unser Geschäft verrichtet und gegen Zaggy gekämpft. Jäger hat uns dann noch ein bisschen geholfen und ist damit abgehauen. Und ja, Alexei wollte Saphirs zerstören mit einer riesigen Kanone, aber da haben wir auch gesagt, nee, naja, eigentlich hat Finn was dagegen gemacht und ist mit deinem ganzen Schiff da in die Herakles reingeschwommen. Und ja, wir haben die Stadt verfehlt und irgendwas anderes da in die Luft gejagt wahrscheinlich. Und ja, danach haben wir versucht, Estelle zu retten, und das hat jetzt nicht so geklappt. Und jetzt sind wir in, wie heißt der Ort nochmal, Capunor. Jetzt sind wir hier in Capunor und guck mal, wie es jetzt weitergeht. Wir warten jetzt hier darauf, dass unsere Kollegen hier ein bisschen hier behandelt werden, weil die sind ein bisschen verletzt. Und ja, Estelle ist ja immer noch nicht bei uns. Und ja, mal gucken, was jetzt draußen los ist. Ach ja, daher kam das Erdbeben. Stimmt ja, in der letzten Folge hieß es die ganze Zeit, hey, hier war ein Erdbeben und so. Was haben sie getan? Flynn? Hey. Alles klar. Wir müssen jetzt hier nach einem Arzt suchen, ne? Unser Schiff fährt mit den Flüchtlingen an Bord nach Süden. Ich weiß nicht genau, wo wir überall eingelaufen werden, aber da unten gibt es ja einen ganzen Kontinent, nicht wahr? Ich will mal sehen, wie das auf der Weltkarte aussieht. Ich finde das voll gut, wenn die Weltkarte sich verändert wegen irgendwelchen Ereignissen, die in der Story mal passieren. Jago macht uns all das Leben schwer. Die Leute, die in Saphir sind, Luxusleben. Wie sollte man am eigenen Leib erfahren, was wir durchmachen mussten? Da fand ich auch so gut in Final Fantasy 7, wo die ganzen Weapons hier durch die Gegend gelaufen sind. Ey. Gehst einfach irgendwo raus, auf einmal kommt da so ein riesiges Viech einfach aus dem Meer und läuft auf dich zu. Ey. Hier in Langeisen, wir haben noch Zimmer frei, bitte bleibt noch. Die Hauptstadt ist in Aufruhr. Die Leute flüchten in Scharen aus der Stadt. Manche überqueren Emetil und kommen hierher. Emetil, das ist so dieser Ort, wo wir gegen diesen absoluten Horrorboss gekämpft haben, ne? Den schwersten Boss im gesamten Spiel bisher. Bisher kam noch keiner an dieses blöde Viech irgendwie dran. Ey. Ich habe auch mal im Internet geguckt und so. Das soll angeblich der fasteste Boss aller Zeiten sein, weil der so broken ist irgendwie. Selbst Alexei hat die Kontrolle über Saphirs übernommen. Ich habe es auch nicht. Gattuso ist der, glaube ich, ne? Ne, Gattuso ist jemand anders. Irgendwas mit G, glaube ich. Leute wollen Kriegsrechten Saphirs, Bürger fliehen nach Capo. Ich habe keine Ahnung, was sie damit meinen. So, ich möchte mal den Shop hier auschecken. Macht mich das zu einem schlechten Menschen? Nein, ich kann nur denken, was ich will. Ach, hast du mich etwa gehört? Oder hast du mir zugehört? Im Reich herrscht Chaos, im Tobizia herrscht Chaos, weil der Don tot ist. Ich habe keine Ahnung, wann ich endlich mein Geschäft wieder öffnen kann. Anscheinend hat der Markt nur seinen eigenen exklusiven Routen für den Frachtverkehr. Davon geht über den Eisscheunen im Norden. Normale Leute können da nicht mal mithalten. Hey, das ist ernste Sache. Ich höre, ist Saphirs ein Trümmerhaufen und in Saphirs werden die meisten Gummis hergestellt. Herzlich willkommen. So, erstmal ja, meine Dinge ein bisschen aufstocken. Ein paar habe ich hier verbraucht. Heilige Tränke brauche ich auch noch. Tränke des Lebens. So, Essen wird mir nicht viel. Gut, Makrele. Boom. Ich hoffe, wir kriegen mal irgendwann, kommen mal wieder irgendwann so am Punkt, wo ich irgendwie so ein bisschen frei durch die Gegend laufen kann in der Weltkarte, wenn ich mich, weil ich aufs Kochen konzentrieren kann, Kochen aufleveln, ist ganz wichtig. So, keine neuen Sachen nehme ich an, ne? Wie sieht es hier mit aus? Hier konnte ich irgendwas herstellen, das hier, aber dafür große Raptor-Schnabel, den habe ich nur ein einziges Mal, deswegen weiß ich nicht. Wo schalte ich denn hier? Verrichter analog sehen unten. So, ist aber nichts.
Alexeia, stolzer und edler Ritter, erwies sich am Ende aber doch nur als unwürdiger Lump von niedriger Geburt. Er hat einfach nicht das Zeug zum Anführer. So viele Leute mit raus aufs Meer nehmen, das sind viel zu viele für ein Schiff. Ich hoffe bloß, dass wir nicht untergehen. Okay, jetzt hier irgendwas. Nein, okay. Gut, wo finde ich denn jetzt meinen Arzt, der meine Kollegen hier wieder fit macht? Ich soll ja eigentlich nur Informationen sammeln, glaube ich, ne? So, hi. Dafür gibt es einigen Ärger, aber hier scheint es friedlich zu sein. Ein Ort wie diesen würde ich gerne für mich alleine haben. Die Barriere in Sophia ist auch weg, ne? Also, weiß ich nicht. Komm mal irgendwann Monster, ne? Der Gouverneur ist sehr beschäftigt, geh nach Hause. Und der Gouverneur versucht zurück nach Sophia, so lange frage ich mich, was er vorhat. Jetzt gerade ist ja eine Besprechung mit dem Vizegouverneur. Da muss ich jetzt wieder zum Gasthaus oder irgendwie passiert nichts. Guck mal, aber vielleicht muss ich hier aufs Meer schauen und gucken, wie alles hier aussieht. Nein, okay. Schön, jetzt pinkt dich das rein. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück, nehme ich an. Was ist denn das so schief da oben? Gebäude im Hintergrund, aber da hat gesehen, warum ist das so schief? Das geht aber so nicht, ne? Gut, dann gehe ich mal wieder zurück ins Gasthaus. Irgendwie musste ich mir nur diese eine Katze hier angucken, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Oder dann weiß ich nicht. Ich überlege gerade, wie soll man denn, da müssen wir ja wieder. Ich habe keine Ahnung, wie wir dann nach Sophias wieder zurückkommen. Wenn Emmael ja irgendwie einen Krater hat, wo alles am Brennen ist oder irgendwie so wie der hat gesagt hat. Oder was auch immer, dann kommen wir ja da nicht mehr zurück, ne? Das ist der einzige Weg irgendwie nach Sophias. Und hey, ihr seid ja wieder alle okay. Warte, doch, ich ist irgendwie so da in die Richtung hingeflogen. Ich dachte, diese andere Stadt wurde getroffen mit dem Baum, aber das war noch gerade mal so gut gegangen, ne? しかし、どうする実際。船で迂回するとか。それは無理だ。少し前に遠出できるような船は全部騎士団が持っていってしまったんだ。おかげで今港は空っぽさ。あ、これ、アクションだわ。船の流骨がぐちゃぐちゃでちゃんと修理するには時間がかかるのじゃ。 スーパー。一刻を争うってのに。方法がないこともない。あまりお勧めできないがね。で、ネームは。教えてくれ。俺たち急いで帝都に行きたいんだ。大きく遠回りすることになるんだが。エフミドの丘の手前を北に行くと、山と海に挟まれた細い海岸がある。その先は行き止まりなんだが、今の季節、そこに流氷がたくさん流れ着く。 ゾフェル氷人会ね。そう。あそこの流氷は運が良ければ連なって道になることがあるんだ。そう、ふわふわ、わかった、マインド。つまり、そこを通っていけば大陸の真ん中の方に迂回できるわけじゃな。ゾフェル氷人会か。あのあたりは気味悪い噂がいろいろあって、漁師も近づかないって話だよ。それに自然のことだから。 必ず通れるとも限らない。自然はむしろ人の敵であることの方が多いからな。なかなかうがったことを言うわね、パティちゃん。それしか方法がないなら行くしかないでしょ。よし、行こう。待って、安心。世話になったな。いいって。あんたたちはうちの一家の恩人なんだから。その代わり、 Wir waren wieder vereinigt. So, ach, mein Team steht wieder gut. So. Wer ist denn jetzt hier am wenigsten? Du hast schon wieder einen Vorsprung. So.
So, 17, 15, 9, 9. Du musst im Team sein. Ihr seid am meisten gelevelt. Das darf doch nicht wahr sein. So, kann ich einem von euch dieses Dingen geben? Ist mehr Erfahrung, mehr Schaden, Dingen. Was Estelle sagen wollte. Entschuldigung. Ja, war ja klar, sie. Bitte bring mich um. Ist er matt. Um das Wohl aller zu beschützen, ist ein Leben sehr wenig. Das kenne ich ja überhaupt nicht aus japanischen Rollenspielen oder Rollenspielen an sich. Das ist schon so Brot und Butter, ja, bei den Spielen, die ich spiele. Na gut, dann gehen wir. Ich will mal kurz mal sehen, wie Emma Ed Hill aussieht. So. Ich nehme mal an, ihr seid noch alle auf dem gleichen Level. Ich will mal ganz kurz gucken. Ja. Ja, sieht fast so aus. Alles klar. Aber ich hoffe, Estelle wird uns jetzt nicht für den Rest des Spiels irgendwie verwehrt oder so, ne? Der ist auf Symphonia zum Beispiel, da hat es auch irgendwie nur die Wahl. Ich glaube, ich hatte Zelos in meinem Team, aber ich glaube, man konnte auch Kratos im Team haben, aber ich habe keine Ahnung wie, weil ich das Spiel bisher nur einmal gespielt habe. So, da hat sogar gesehen, hat auf der Dingens. Oh. Vielleicht doch. Ich habe eine größere Explosion gedacht. Boah. Weiß ich nicht. Man konnte ja, glaube ich, entweder Zelos oder Kratos im Team haben. Ich hatte Zelos im Team, aber ich habe keine Ahnung, wie man Kratos hätte im Team haben können. Also auf ewig, glaube ich. Ich glaube, irgendwie so war da was. In der Originalversion von Tales of Graces hat man ja auch nur Richard an einigen Stellen im Spiel und dann war er nicht mehr da. Und dann irgendwann im Future Arc von Tales of Graces F, dann konnte sie ihn wieder spielen. Also ich glaube aber nicht dazu, was. Weil Estelle ist ein guter Charakter, als von wie ist unsere Heilerin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die uns für den Rest des Spiels irgendwie verwehrt wird. Das ist ein bisschen doof. So, Sorgen um Baul. Baul. の傷すぐに良くなるの Time zu der Bonus natürlich wieder am Lettreis. Okay, das dauert noch ein bisschen. So, ich nehme an, hier da bin ich schon mal entlang gelaufen. Ich meine, da war auch Schnee, genau, aber da konnte man nicht weiter. Habe ich schon gedacht, dass das hier ist. So, jetzt bin ich im Kritschmus. Jetzt bin ich angepieselt. Oh, gelernt irgendwas. Rita, Juri. Oh, den Angriff kenne ich, glaube ich. Aber das, was Juri gelernt gerade. Hat ihr einsamer Wolf-Attacke? Kraft zu in Form eines Wolfs. Ja, zeig mal, habe ich habe es nicht gesehen. Nicht gesehen, immer noch nicht. Gras der Seele, was? Nicht Seele des Grases, ja. Oh, du siehst anders aus. Du bist ein stärkerer Gegner, ne? Ja, das sieht schon so aus. Lupke, was? Lupis oder Lupais. Verbindung aus Eis und Lupin, ne? Bonk.
Okay. Ja, Gefühl, wenn ich Rita im Team hätte, dann wäre einige Kämpfe ein bisschen einfacher. Aber ich bin ja noch halbwegs gelevelt hier. Die sind schon wieder Level 46. Die sind schon wieder 2 Level höher als, weil ich in der Heraktis bekämpft habe. Also das geht schon wieder voll schnell. Daneben. Kennt ihr die mit das? Boah. Warum macht denn das so viel Schaden? Macht das mehr Schaden, wenn ich halt länger halte? Ich wusste zwar, dass man das aufladen kann, aber trotzdem. Macht dicke Schaden. Schau mal so von Alexei. どいつもこいつも男をたしてて、まさに大混乱って感じね。普通に暮らしてただけなのに、突然帝都はあんなになっちゃうし、ヘラクレスの打った手法のせいで地形すら変わっちゃったし、落ち着きってのが無理な話よ。こんなありさまじゃ誰もあいつの知性なんざ受け入れるわけやね。アレクセ、何を考えてやがる。恐怖政治でもしようってのかしら。彼が人々を支配できるかどうかはともかく、 このままだと世界は本当の危機を迎える。何も知らない奴らにエアルの乱れがもたらす最悪なんて話しても理解できねえだろう。理解してる俺たちだけでやるしかない。厳しい戦いだね。 Hier sind schon wieder so viele Gegner auf einmal. Ja, du bist auch neu. Limkranz, oh, nur einer, alles klar. Das ist kein Problem. Warte, nur bis ich aus Versehen 48 versehen irgendwie ein Sand oder alles Teiler oder so einsetze, wäre bitter. Auf zu blocken. Bonk. Weiß nicht, vielleicht macht das ein bisschen mehr Schaden, hat er jetzt 3000. Weiß es nicht. Kämpfe sind hier jedenfalls nicht schwer. Sind sehr viel einfacher als auf der Herakles. Der schon mal von Herakles gehört. Ja, noch mal neue Viecher. Hoch 2. Nein, euch habe ich schon mal. Was? Dann bin ich euch zufällig irgendwann mal begegnet irgendwann, ne? Bonk. Nein. Bonk. Ja, daneben. Also nicht daneben, aber ich habe geblockt. Weniger Schaden. So. Boom. Den gesehen. Jetzt auch den gesehen. So, irgendwann mein Team ändern, ey. Ich habe schon die ganze Zeit mit den Vieren herum. Es wird schwer.胸のところに圧迫感があるというか。そう。うちもそんな感じなのじゃ。ありゃりゃ。俺様もよ。軽いエアル酔いかもしれないわね。世界のエアルの総量が増えてきてるから、エアルの影響を受けやすい人は違和感を感じ始めてるかも。そうなんだ。なんだかどんどん暮らしにくくなってるんだね。確実に限界に近づいてるってわけか。Ehrlich? Das Foreshadowing oder so. Aber am Ende spielt sind irgendwann. Au. Ja. Oh, Zyklonschuss. Warte mal, so wie ein Dings. Hat ich Dings auch eingesetzt, Haki. Cyclone Shot. Das Sink. Das Tales of the Abyss. Er muss auch irgendwann mal auf der Konsole rauskommen. Das war auch ein gutes Spiel. Meins der dunkleren Tales of Spiele.
aber ich glaube, den Titel Dunkelstes Zelt aufs Spiel hat schon durch einer Drachenschwarm, glaube ich, mittlerweile schon Tales of Berseria und ich glaube Tales of Exilia 2. Jetzt war ich schon so ehrlich, hat noch gut im Kopf hätte. So, neue Gegner schon wieder. Ich habe ja noch nicht so sauge Trompetenschnabel 043. Aber nicht im Kritschmodus. Ja, im Kritschmodus, glaube ich, oder Angriffsmodus. Kritsch, na, kritsch bin ich. Bong, bong, bong. Aber wenigstens kommen wir mit den Kämpfen noch klar, ey. Oha. Pisser. Was ist das? Nein. Sehr schlechtes Timing gerade. All unsere TP sind jetzt weg, Mann. Ja, meine TP zurück. Nein. So. Dem Affen geht es wesentlich besser. エステルにも見せてあげたかったね。なあに、さっさと助け出して連れてくりゃいいじゃねえか。ポリットも約束をしてしまったことだしね。それを破るとあっては、ブレイブベスペリアの掟に反することになっちゃうな。次には罰を。うん、そうだね。エステルを助けて、また行けばいいんだ。オッケー、ボー。 Ja, fetten Typen stehen alle davor, ey. So, war ich schon mal hier? Ich glaube nicht. Ich meine, ich hätte ja auch damit ein Dings hier, warte mal, irgendwann landen können, ne? Mit Baul. Na, Hundekarte. Na, wer, der hat das schon wieder alles eingenommen. Bin ich gerade da? Nee. Boah, das ist so kacke, ne? Sag mir doch mal, wo ich bin gerade. Wo bin ich gerade? Capuno ist da, das heißt, ich muss irgendwo da sein. Ja, ich bin okay, ich bin da ganz oben rechts, sehe ich gerade. Ich habe da anscheinend schon mal übernachtet. Okay, da ist ein Dungeon. Das heißt, wir machen mal hier den hier. Übernachten mal hier, speichern vielleicht mal, wenn wir uns den Weg sparen. So. Und dann gehen wir mal da rein. Ja, nächste Dungeon. Die Eisklingen von Sophia. Jetzt kalt. Ich glaube, Raven auch. Alter Mann, halt's Maul. Also, ich wollte schon sagen, hat sich auf einmal so gewackelt.不思議っつうか、武器みっつうか、氷から剣が生えてんぞ。あちこちにあるわよ。何なのよ、ここ。昔の海賊と帝国が争った名残なのじゃ。ん？そういや、なんかそんなの聞いたことあるな。よく知ってるな、そんなこと。アイフリードのことを調べてた時に収集した情報なのじゃ。 刃のように冷たいから標準界と思ってたけど、こういうことなのね。刃のように冷たいっていうのも
Was los? Das Ding ist strohdumm. Oh Gott, ich krieg so Flashbacks von diesen einen Monster in Tales of the Abyss, da man auch aus dem Weg gehen musste in einen Ort. Muss man auch irgendwie einen riesigen Monster aus dem Weg gehen. Na, jetzt werden wir die Gruppe mal ein bisschen ändern. Du bist schon wieder so. Ich will nicht die ganze Zeit mit den gleichen Charakteren hier rumlaufen, ne? Mal etwas Abwechslung haben. So, hier Rita. Für Carol. Und Carol muss drin bleiben. Ja, 14.850, 13.614. Du musst drin bleiben, Judith. Ich mir irgendwann später. Repeat, komm, Yuri kommt einfach nicht zum Zug. Irgendwas wollte ich noch. Ich habe schon wieder vergessen. Egal. Mal der nochmal neue Gegner. Boah. Weißt du was hier? Im doppelten Schaden. Carol, du nimmst jetzt mal das Ding, ja. Ja, das ist ja nur du bekommst jetzt doppelte Erfahrungspunkte, ne? Nur weil du denkst noch am weitesten irgendwie hinterher. Alle haben noch so 13.000, 14.000, du musst noch 17.000. Vielleicht sollte ich ihn dann steuern, keine Ahnung. So, Taba. Das ist doch für dich, ne? So eine da Combo plus 2. Na, komm mal her. Jetzt war ich noch umgeredet. Ich glaube, ich war fast umgeredet zu gehen. So, Titi, was? Titi. Hihi. Toble, hihi. Au. Warte mal, irgendeine veränderte Art hat ich doch gerade, ne? Ich glaube, der hatte eine veränderte Art. Irgendeiner hatte eine veränderte Art. Dämonen und Schmelze. Dummer, was? Dämonen, dummer Dämonen und was? Habe ich gerade nirgendwo. Was ist das denn für ein Name, für einen Angriff? So, sie sehen übrigens meine. So sieht halt immer aus, wenn ich grinde hier, wenn ich meine veränderten Arts grinde. Ich mach dann einfach mal on screen hier. Wenn ich jetzt nicht wieder irgendwie 3-4 Parts irgendwie komme und so, ja, ich habe der Tier gelernt. Also irgendwie erinnert mich Repeat irgendwie an Kakashi nur in Hundeform. Da bin ich mir einfach ein, aber er kämpft mit Ninja-Schwertern mehr oder weniger. Ich glaube, ich muss Raven echt zum Heiler abstempeln. Wollen wir jetzt ist auch Flynn weg, ne? Irgendjemand muss uns doch heilen, ne? Wir haben gar keine Heilzauber mehr. So, 18 mal noch zwei, noch 82 mal. Ja, super, Yuri. Okay, er muss so ein Heildingen irgendwann mal kommen, ne?
allem, wir sind erst am Anfang der Dungeon, aber trotzdem. So. Na, warte mal, du siehst anders aus. Ja, müssen die alle direkt davor sein? Oh. Ha. Mein Schneepipet oder wie auch immer die Viecher heißen. Abigo, natürlich. Einmal 47. Ich einmal hier mit meinen Tales of Wissen angeben, das ist natürlich falsch. Aber ich vermisse es irgendwie. Wie jeder Charakter irgendwie einen Heilangriff hat oder so. In Tales of Graces zum Beispiel. Wenn es genug Titel ausgerüstet hattest, hochgelevelt hattest. Und sich durch alles mögliche heilen, durch das perfekte Ausweichen, durch perfektes Abwehren. War alles kein Ding mehr, ey. Ja, eigentlich muss ich nicht sparsam mit Repeat sein. Der braucht ja eigentlich nur zum Angreifen. Der hatte keine Heilangriffe. Ja, Raven, danke. Au! Könnte man nicht alle auf mich losgehen? Hat gleich Probleme schon auf der Herakles. Will ich ihr vernünftig trainieren? Alle Gegner gehen so auf mich los. Ey. Weil ich bin Hauptcharakter. Ich bin der Charakter, der gerade am Spielen ist, aber trotzdem. So. So, das Kochen, das muss jetzt mal funktionieren, ne, Leute. So, jetzt mal ganz. Hat jetzt wirklich hier niemand was zum Heilen. Ja, Juri, du hast Schutzfeld, aber das kannst du natürlich nicht außerhalb des Kampfes einsetzen. Du hast hier einen netten Hilfsschlag, aber das ist auch nur limitiert. Für einige Benutzungen. So. Einmal reingehen, Heilmitteltrank soll es dann aufheben, ihn halt zurücklegen. Aber bist du eigentlich irre? Oh, da ist was drin. Ich lege das mal wieder rein. Okay, ich habe ein bisschen Schiss. Mal gucken, was hier drin ist. Mischgummi. Ich hätte vielleicht erstmal benutzen sollen und dann einsammeln sollen. Warum mache ich das? So, nächster Gegner. Nochmal neue Gegner. Oder auch nicht. Doch, der ja. Turbofisch. Genau gleiche Gegnerart, nur halt mit anderen Skin. Was ja nichts Neues in der Tales of Serie ist. Also. Weil Rita setzt irgendwie nur noch ihren neuen Zauber ein. Sehr gut. Wahrscheinlich der stärkste Zauber, den sie hatten, ne? Ja, genau, Feuerzauber, die werden mal gut. 1, 2, 3, 4. Okay, repeated Combo Plus drin, ne? Warte, Rita. Ich helfe dir. Man geht doch nicht wieder auf mich los. Rita, was machst du da? Geh in Deckung. Geh in Deckung, Alte. Hör daneben. Idiot. Na, jetzt hast du ihn umgehauen. Jetzt kann ich ihn damit nicht treffen. Ich muss mal gleich auf die Erfahrungspunkte von Carol achten. Im Menü, der schon so ein bisschen aufgeholt hat. Jetzt hätte man ja nicht so viel Probleme, ja. Und wenn ihr irgendwann mal ein Speicher kommt, umso besser. Bis jetzt läuft es noch, finde ich. So, denkt noch 3000 Punkte hinterher. Ja, aber gute Erfahrungspunkte, habe ich so ein Gefühl. Ich hoffe nur, er kriegt jetzt mehr Erfahrungspunkte. Ey, dieser Pisser. Wahrscheinlich der Boss in diesem Dungeon sein, ne?
Ja, und jetzt würde ich mir sagen, die Leute in der Pokémon-Welt essen keine Pokémon. Wir müssen ja essen, normale Tiere gibt es ja da nicht. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Da müssen sie ja Pokémon mal essen. Krass, ne? Es geht da auch noch dahin. Danke. Immer geiles. Ich auch vorher benutzen, so, was mache ich eigentlich? Ich habe so eilig, ne? So. Mhm. Lass mal die Gegner hier aus. Nicht, wenn ich die ausweichen kann, dann machen wir mal. Warte. Nee. Ich fühle mich erst nur sicher, wenn ich irgendwo einen Speicherpunkt oder einen Heilspeicherpunkt oder irgendwas finde. Dann können wir weiterreden, ja. Na super. Egal. Dann mach mal die platt. So, ich habe mich alle erkundet, ne? Analysiert meine ich. So, ne, du bist auch halt automatisch, wollte schon sagen. Dämlicher Hund. Aua. Warum ist das dummer Dämon und nein, Finger weg von der. Du dummer Dämon und. Warum heißt der Angriff so? Wenn Repeat sprechen könnte, dann würde er den Namen dieses Art sagen. Dann könnte ich dem Vegas Bescheid sagen, dann könnte er mir sagen, was der sagt, und dann die Übersetzung richtig ist. Gehst du weg von meiner Zauberin, meiner Magierin, von meiner Weisen in der Magiekunst. Meine Ausübung der arkanen Arten. Zum Glück setzt sie schon Feuerangriff für ein, wie blöde. Ah, schon wieder besser. Okay. So, meins. Ja, sieht schon so aus, als würde das wieder kaputt gehen. Also, besser. Dieser Elende. Okay, jetzt hier so ein Running Gag, habe ich so ein Gefühl mit dem Teil. Ja, war das du immer wacht? So, dieses Mal. Ananas Gummi, was ist das? TP, boom, meins. Hey, mein Repeat hat direkt ein Ananas Gummi daraus gegessen. Ruf. Er hat halt Hunger. Damit ich weiter mein Dings hier benutzen kann. Wie viel brauche ich noch? 62. Ja. Geht auf den anderen los, ey. Ich bin Carol. Was? Warum verstehst du, was denn Repeat sagt? Da bin ich aber gut angebracht, jedenfalls. Sehr schnell für eine Arkanart. Macht Schaden, so ein bisschen Flächen. Kann man empfehlen. Hier muss ich noch ein paar Mal einsetzen, damit ich ihn lerne. Bitte. Mein Schwert mal, Messer, was auch immer wegstecke. Kunai. Wollte gerade abwehren eigentlich. So. Ja, boah. Man fall doch nicht die ganze Zeit um, ey.
Ja, prügel auf ihn ein, Rita. Fühlt sich voll irgendwie nervös, weil die Katzenklamotten anhatte. Schaut einfach nur so wütend auf sie rüber oder nervös. Ich traue dir nicht. So, noch zwei Dinger. 2000, immer noch 2000. Kommen jetzt alle mehr Erfahrungspunkte oder nur du? Komm, das ist ein bisschen nicht so eindeutig gerade. So, du hast 13.757. Dann merke ich mir jetzt gleich mal, wie viele Erfahrungspunkte ich bekomme. Hätte ich mir nie im Leben merken können. Aber versuchen werde ich es. Ja, den habe ich gar nicht gesehen. Was? Was? Einer nur? Okay. Ja, 13.757. Verdammt. 13.757, glaube ich. Gehen wir mal 13.757. Hey, kannst du es wagen? Da, ah! So. Okay, 13.757. Das heißt, er muss jetzt unter 400. Wenn er jetzt verdoppelt hat, dann müsste er irgendwie 13.707. Ja, ich glaube, der hat ein bisschen mehr bekommen. Frage ist jetzt, haben die jetzt auch so viel? Ja, Hades. Warte mal. Ich glaube, ich habe schon. No, nee, doch nicht. Gut. Ich habe sofort Hades gelesen, habe ich gedacht, nein. So, Spezial, löse ein bisschen oder höher aus. Halte X nach einer Arkanart. Okay. Deswegen hat er nicht geklappt, weil ich wollte schon sagen, wenn man kreist nach einer Arkanart dann gedrückt hätte, macht man eine explosive Art. Also war X der richtige Knopf. Halt, wo muss ich jetzt hin? Ich schieße einfach durch den durch. So hat er 13.300 irgendwas, ne? Boom. Einfach in mich hineingesprungen. Ja, kann man durch um den fetten. Ich könnte dieses Siegel einsetzen, wenn ich mal in der Dings. Ne, wäre eigentlich voll dämlich. Wenn ich in der Kolosseum mal weitermachen würde, würde er mehr Erfahrungspunkte. Weil wäre irgendwie dämlich, weil Carol hängt jetzt mehr oder weniger davon ab, hier nicht so viel Schaden zu bekommen. Und wenn er im Kolosseum ist, dann ist er der einzige, der noch Schaden bekommen kann. Gott, warum geben die mir denn jetzt so? Ich meine, hier kann er ja noch Schaden aus dem Weg gehen zur Not. Oh wehe, nicht während ich mein Überlimit habe. Ich muss da was rausholen von, wenn es noch ein paar TP sind. Ich war einfach nur Kiha. So. Da ist einer dahin immer noch nicht tot. Was macht der denn da? Beim Carol hat noch alles voll. Wie macht der das? Warte mal. Aber ich glaube, der kann dann keine Art einsetzen, ne? Er wird aber da nicht angezeigt irgendwie. Wäre irgendwie die einzige Erklärung, warum der keine Dings gerade einsetzt. Stimmt, aber auch, glaube ich, normalerweise. So, 757. So, und davon die Hälfte. Das ist, weiß nicht, da müsste 1000 Erfahrungspunkte jetzt ungefähr bekommen. Das heißt, er müsste jetzt bei 12.300 irgendwie sein. Ja. Okay, der bekommt mehr. So, jetzt muss ich mir mal von jemand anderem merken, um zu gucken. So, 10.106. Ja, machen wir mal 9.452. Dann Rita, 9.452. Weil irgendwie sieht das nicht so aus, als würde er irgendwie die einholen. 9.452. So. Muss ich mal überprüfen, ob die jetzt auch mehr Erfahrungspunkte kommen. Das wäre ein bisschen doof. 9.452. So, kommt er.
Boom. Ey. No. Dann 452. Oh, ich sehe schon wieder diesen Boden. Den Angriff setzt sich auch, glaube ich, im Intro ein. Wenn man sie da sieht im Intro. Intro kenne ich ja schon in- und auswendig. Ich weiß nur nicht. Ich warte noch, bis wir irgendwie diesen einen Punkt lang ganz am Ende des Intros, wo alle irgendwie so hier mit dem Luftschiff irgendwo reinfliegen. Ich nehme an, das ist dann letzte Dungeon des Spiels irgendwann. Ich dachte, wir hätten nämlich den Punkt schon erreicht beim letzten Mal, in der letzten Folge. Da sind wir auch alle zu Alexei geflogen. Aber ich meine, Estelle war auch da auf dem Luftschiff in dieser Cutscene im Intro. Also Kente hat ja nicht gewesen. Mein Gott. So, was habe ich gesagt? 9452, ne? 9400 auf jeden Fall. Boah, müssen nur erstmal aufstehen. Ey. 10.000 ist eigentlich gar nicht mehr so viel. Ey. So, 9.452. Das heißt, sie müsste jetzt 8.800 irgendwas haben, ne? Ja, okay, sie bekommt also nicht schwer. Aber irgendwie holt er nicht so auf, habe ich so ein Gefühl. Aber bekommt er doch so halb so 50% mehr Erfahrungspunkte, glaube ich. So, okay, ich habe genug gekämpft heute. Wird gern schon mal hier weiterkommen, irgendwann einen Speicherpunkt erreichen, wenn er Mercurias, cool. Neue Waffe für Patty. Dispersion, oh Gott. Oh, das sind aber gute Sachen. Und er ist sehr stark. Cool. Dispersion. Warte mal, jetzt tut er auch wieder nur von einem Angriff hier. Oder war wieder was anderes? Ändert eine Art. Nö, wird nicht gesagt. Okay. Nee, ich glaube, bei Juri ist das irgendwie anders. Falkennadel. Ich habe ganz viele neue Waffen. Da. Superkette 4. Mich das zerknüpft von Basas und verändert Naht. Ab und zu werden TP hergestellt, wenn man zu Boden geschlagen wird. Und das. Nach der neuen Waffe. Du, Dreck. Wenn jetzt ein Boss kommt, dann wäre ich ein bisschen stinkig. Dieser elende Fisser. Wieder kommt eine Katze. Hey, ja, wir wissen es langsam. Das ist uns voll am Trollen. だけ分厚い氷の上にでは襲われる心配はないと思うけど襲ってきたら返り討ちじゃどんと来いなのじゃでも今あんなのと真正面からやり合うのはできるだけ勘弁だな早いとこ地面の上に戻りたいわねそれとあたたかいとこにねあちゃ。Okay. Wir setzen hier erstmal eine Katze in der kommen, wenn so ein Ding kaputt gemacht wird. Wir haben es langsam verstanden, das Ding geht uns auf die Nüsse und wir finden das nicht toll. So, jetzt wo war das denn jetzt? Hier unten irgendwo, ne? Gute Frage. Na, naja, ich glaube, ich bin ja richtig. Ich sehe das Ding schon wieder da unten. Tod des Lebens. Und an dir komme ich wahrscheinlich wieder nicht vorbei, ne? Doch. Dann ist ein Speicherpunkt, hoffentlich ist das ein Heilspeicherpunkt. Sehr gut. Und das heißt, wir können hier einen Schnitt machen und den Part beenden. Weil ich habe so das Gefühl, im nächsten Mal müssen wir uns gegen das Viech hier behaupten, ne? Das ist schon ein bisschen offensichtlich. Ich werde dann schon mal hier, weiß nicht, für Carol das Ding abnehmen. Einfach so, weil ich das Gefühl habe, wir brauchen ihn und seine Arzt ein bisschen. Es gibt gar keine Verteidigung. So, wir kämpfen gegen ein Eisviech. Ich habe natürlich kein Eis umhang. Das ist na, Wind wird auch schon. Vielleicht setzt der Wind ein. Vielleicht habe ich ein Glück. Gut, dann würde ich sagen, ich bin der Partie. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Let's Play Tales of Vesperia. Aber ich mache jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen.
und tschüss.